Herzlich willkommen, lieber Steinbock, zu deiner Tarotkartenlegung für die 15. Kalenderwoche, der Woche, die am 8. April beginnt und bis zum 14. April geht. Wir haben in dieser Woche zunehmenden Mond und die Woche beginnt gleich schon mit einem Neumond. Es könnte also zum Beginn der Woche recht ruhig sein, ne? Aber die Energien werden so im Laufe der Woche allmählich zunehmen. Aber also im Allgemeinen, und wir wollen uns in diesem Video ansehen, lieber Steinbock, wie deine Woche werden wird und mit welchen Energien deine Woche begleitet sein wird. Wir schauen mal, was die Karten uns zu deiner Woche sagen. Was sagen die Karten zu der Woche von Steinbock? Wie wird die Woche von Steinbock? Das ist sie. Ja. Natürlich sind auch alle Crosswatcher herzlich willkommen. Und ja, wir wollen uns zusammen ansehen, wie die Energie für Steinbock aussieht aktuell und in dieser Woche. So im Allgemeinen sind wir mitten in der Widderzeit. Und es ist so richtig auch Frühlingsbeginn, ne? Obwohl der offizielle Beginn ist natürlich auch schon vorüber, aber so vom Gefühl her auch, ne? Okay, lieber Steinbock, fangen wir mal an. Was haben wir hier? Die Mäßigkeit. Und die Mäßigkeit ist wirklich eine ganz hervorragende und angenehme Energie, bei der du vieles unter einen Hut bekommen kannst, vieles miteinander verbinden kannst, was vorher vielleicht ein größeres Problem für dich dargestellt hat. Auf jeden Fall nicht so leicht sich verbinden lässt. Es ist dir möglich, Harmonie und Gleichgewicht in dein Leben zu bringen. Und zwar auf eine Art und Weise, die auch etwas von Schönheit hat, ne? Also das hat einfach auch viel damit zu tun, wie man sich sein Leben gestaltet und dass man es sich einfach sehr schön arrangiert. Und du in der Lage bist, ebenso auf eine gewisse Art und Weise dein Leben auch kunstvoll zu meistern, ne? Ein Lebenskünstler zu sein, könnte in dieser Woche dir leichter fallen als sonst. Und die Mäßigkeit ist auch eine hervorragende Idee, um Menschen zusammenzubringen, Menschen miteinander zu verbinden und das Beste aus diesen Menschen herauszuholen. Alles, was Teamarbeit bedarf, alles, was größere Menschen, Versammlungen mit größeren Menschengruppen in Verbindung steht, ist alles begünstigt für dich in dieser Woche, ne? Und so kannst du halt auch mit einer ganz bestimmten Person auch eine sehr hervorragende Verbindung eingehen, wenn du das möchtest, ne? Vor allem ist es halt auch so, dass das Gleichgewicht, ne, die goldene Mitte, den Ton macht und du halt auch viele Aspekte mit einbeziehen kannst und eigentlich allen wichtigen Aspekten deines Lebens gleichsam gerecht werden kannst. Und dass das die Kunst ist dahinter, ne? Wir schauen mal, welche weiteren Hinweise uns die Karten mitgeben hier. Auf oh, wow. Es ist das Glück, es ist das Schicksal. Es ist deine Bestimmung, ne, die sich hier bemerkbar macht. Du bist hier auf dem richtigen Weg und wirst in dieser Woche das eindeutig spüren. Ja, und bekommst hier viel Rückhalt, viel Rückenwind, viel Unterstützung von außen, auch Dinge, mit denen du nicht unbedingt gerechnet hast. Ne? Also du kannst dich auf jeden Fall auf Überraschungen und überraschende Ereignisse gefasst machen, die dein Vorhaben begünstigen. Ja, wenn es hier gewisse Dinge gibt, die durch Zufälle gestört werden, könnte das eigentlich auch also könnte das ein Hinweis für dich sein, dass du noch nicht so ganz auf dem Weg deiner Bestimmung bist und dass es hier womöglich eine leichte Anpassung braucht. Also kleinere Hindernisse könnten hier ein glücklicher Zufall darstellen für dich. Ne? Also bei dem Rad des Schicksals ist es manchmal etwas unberechenbar und es ist manchmal etwas schwer, das zu überblicken. Was sich jetzt als günstig oder nicht günstig herausstellt, auf jeden Fall zeigt sich hier schon deine Bestimmung. Und hier passiert etwas Wichtiges, was nachhaltig auf dein Leben einwirkt.
wirklich sehr interessant und das Interessante ist auch, lieber Steinbock, ist diese Energie ist gepaart mit den vier Scheiben und die vier Scheiben ist nicht nur deine Energie, ne? Also hier ist sogar wirklich ein Steinbock-Zeichen vermerkt. Aber auch so passt diese Energie hervorragend zu einem Erdzeichen, das du auch bist, ne? Die vier Scheiben ist eine wunderschöne Karte, bei der man ziemlich gewiss ist darüber, was man tut und warum man es tut und was so sein sicherer Bereich ist, was die auch sich, man fühlt sich auch sicher, welche Menschen an seine Seite gehören, ne? Zu wem man gehört, zu wem man Treue schwören möchte und wer auch einen zurück Treue schwört. Also hier ist etwas sehr fest strukturiert und das ist etwas, was dir sehr viel Selbstvertrauen schenkt und dich in deiner Mitte ankommen lässt, was dich eben so zum Strahlen bringt, ne? Und deswegen passieren diese wunderschönen Dinge auch um dich herum, weil du irgendwie in deiner Mitte angekommen bist. Und du bist in deiner Mitte angekommen, das passt so wunderschön hier zu der Mäßigkeit und um dich herum ordnet sich die Welt. Und du hast vielleicht es nicht komplett selbst in der Hand, wie sich die Welt im Konkreten ordnet. Aber dass sie sich jetzt um dich herum ordnet, ist dein Verdienst, hast du erreicht, indem du in deine Mitte angekommen bist. Und der Rest macht das Rad des Schicksals, ne? Also ich finde das wirklich wunderschön. Und es hat schon hier begonnen, lieber Steinbock, hier im Universum bist du bereits angekommen. Das muss schon in der Vergangenheit passiert sein. Hier ist ein Lebenszyklus in deinem Leben zur Vollständigkeit gekommen. Etwas hat sich abgeschlossen, ne? Etwas ist abgeschlossen in deinem Leben. Eine Phase wurde abgeschlossen. Und das kann in beruflicher Hinsicht ein Projekt sein. Es kann aber auch im Privaten eine Lebensphase sein oder ein Streit oder der jetzt zur Versöhnung gekommen ist oder ein altes Problem, mit dem du jetzt vor kurzem in Vergebung gegangen bist. Es war ein erfolgreicher, vollständiger, vervollständigender Abschluss, ne? Und hat dir auch ein schönes Gefühl geschenkt und vor allem auch das Gefühl gegeben, dass du jetzt etwas aus der Vergangenheit viel besser verstehst. Und mit dieser neuen Perspektive auf deine Vergangenheit und damit auf das Hier und Jetzt startest du in diese Woche, ne? Und es wird sich hier was Positives, genauso wie ich das eben gerade gesagt habe, entstehen, ne? Also dadurch wird hier dieser Zustand entstehen. Also finde ich wirklich total stark. Das ist bereits dieses bei sich selbst angekommen sein, ne? Sich auch so richtig wohlfühlen an den Ort, wo man angekommen ist. Bei der Arbeit, in deinem Zuhause, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, je nachdem, was für ein Thema es hier geht, ne? Und das wirkt jetzt hier nach. Und kann sich auf alle anderen Bereiche oder auf mindestens einen anderen Bereich auch noch weiter positiv auswirken. Also ich finde es jetzt schon eine ziemlich starke Legung bei dir. Und dieses Gefühl, das wird dir auch neue Erkenntnisse schenken, die nicht immer angenehm sein müssen. Ja, das hat auch hier mit dem Universum zu tun. Ich habe ja schon gemeint, man blickt jetzt auf die Vergangenheit mit einer anderen Perspektive und jetzt kommt der Verarbeitungsprozess, ne? Ja, jetzt kommt der Verarbeitungsprozess, der hat so ein bisschen auf sich warten lassen. Ja, zum Beispiel, wenn du hier wirklich eine lange Trennung in der Vergangenheit hinter dir hast, lieber Steinbock, ne? Und das war nicht unbedingt, natürlich nicht immer angenehm oder vielleicht auch wirklich sehr, sehr schmerzhaft,
dann musstest du vielleicht in den letzten Monaten erstmal dazu kommen, dass es dir gut geht, dass du dich einigermaßen von dieser Trennung erholst. Vielleicht hattest du auch Stress mit den Umständen. Vielleicht musstest du deine Wohnung verändern. Vielleicht, ne, musstest du dich auch um etwas Finanzielles, um etwas Bürokratisches kümmern, damit du hier erstmal wieder aus der Sache rauskommst und damit der Verarbeitungsprozess starten kann. Und das hast du alles erfolgreich gemeistert. Jetzt bist du an einen Punkt, an einen ganz anderen Punkt an deinem Leben. Du hast letztendlich trotz der negativen Erfahrungen für dich das Beste geschaffen, was möglich war ab einem gewissen Punkt und fühlst dich jetzt hier angekommen. Und jetzt setzt der Verarbeitungsprozess ein, was eigentlich so psychologisch alles passiert ist in dieser Vergangenheit und was das eigentlich für eine Bedeutung für dich hatte, ne? Und was damit alles einhergeht und was das für dich jetzt heute bedeutet. Und der Schmerz kann dann schon auch mal wieder hochkommen, ne? Und dich auch zwischendurch sehr traurig machen oder andere negative Gefühle in dir auslösen. Aber das gehört natürlich auch alles zum Verarbeitungsprozess, ne? Das kann jetzt auch nur möglich sein, weil du jetzt auch sicher bist, ne? Weil du dich jetzt stabil fühlst. Du bist jetzt bereit, um dich dieser tieferen Verarbeitung dieser mentalen also dich tiefer damit zu beschäftigen auf einer tieferen mentalen Ebene. Ne, das war jetzt nur ein konkretes Beispiel, ne? Aber ich hoffe, das allgemeine Prinzip ist dahinter ein bisschen auch, also das allgemeine Prinzip dahinter, hoffe ich, konnte ich trotzdem damit vermitteln. Und natürlich sind eure Situationen alle unterschiedlich, aber so vom Prinzip könnte es sehr ähnlich sein, ne? Und ich hoffe, dass du das an dein persönliches Leben anpassen kannst bei den drei der Schwertern. Ne? Diese Verarbeitung wird dir sehr bewusst sein. Das kann sein, dass wirklich diese Erfahrungen wirklich dir sehr klar vor Augen kommen. Alte Traumagefühle könnten es auch sein. Ne? Dass der Vorteil ist hier bei der Karte. Es ist natürlich nicht schön, diese Gefühle zu fühlen, aber das Positive an dieser Karte ist, dass es auch ein Heilungsprozess, auf einen Heilungsprozess hinweist. Es ist hier sehr wahrscheinlich, sehr gut möglich, dass sich dadurch Knoten lösen können und du hier Probleme damit wirklich lösen kannst. Und auch diese Karte hier, ne, spricht von Heilung. Die Mäßigkeit ist auch eine heilende Energie. Und wir schauen mal weiter. Mit den 5 der Stäben sagt es mir, lieber Steinbock, dass du viele Ziele aktuell verfolgst und große Ambitionen hast, über einen großen Ehrgeiz besitzt und dennoch, also im Moment das Gefühl hast, du kannst diese Ziele nicht direkt erreichen. Es scheint mir hier tatsächlich so zu sein, dass du viele Ziele nicht direkt anvisieren solltest oder kannst und dass hier ein Umdenken, eine Anpassung, eine Anpassung dessen notwendig sein könnte. Entweder, dass man sich auf andere Ziele fokussiert oder eben neue Teilziele formuliert. Vielleicht ist es auch einfach so, dass du in dieser Energie nicht allzu streng mit dir selbst sein musst, sondern einfach auch dir gegenüber mehr Geduld zeigen solltest und dir vertrauen solltest, dass du schon die richtige Einstellung hast, ne? Denn Ehrgeiz und Ambition hast du. Und nur weil du die jetzt aktuell nicht direkt ausleben kannst, heißt das nicht, dass es dir an Motivation mangelt, ne? Oder dass diese Motivation irgendwann weg ist. Sondern zu einem späteren Zeitpunkt kann sie sich vielleicht viel besser zeigen. Je nachdem, wie die Umstände sind. Ja, denn du bist hier gerade mit was ganz anderem beschäftigt, ne? Du brauchst deine ganze Energie für das Mentale, für das Geistige und hast hier doch einiges zu verarbeiten, ne? Du hast hier einiges zum Nachdenken und das Schöne ist hier wird sich etwas für dich aufklären. Lieber Steinbock, hier kommt eine wichtige Idee auf dich zu, eine wichtige Einsicht. Etwas erhellt sich hier für dich vielleicht.
erhältst du auch eine wichtige Nachricht, ne? Aber hier kommt Klärung rein, und du erweiterst dein Verständnis, ne? Du verstehst etwas neu und das gibt dir neuen Frieden, neue, ja, auch eine neue Perspektive, ne? Auf diese Angelegenheit, ein neues Verständnis von der Sache. Und das, dann kommt wieder mehr Hoffnung rein, ne? Und das scheint mir hier sehr gut zu dem zu passen. Scheint mir sehr wahrscheinlich, dass du hier doch einige Knoten auflösen kannst, einige Probleme auf diese Weise verstehen, lernen und lösen und dich davon lösen kannst. Ja, schau mal, mit den drei der Kelchen zeigt es mir, dass dich dieser ganze Prozess unheimlich glücklich machen wird und doch viele Gefühle in dir aktivieren wird, die tatsächlich auch mit Frühling, ich habe es am Anfang der Legung gesagt, ne, mit Frühling zu tun haben. Frühlingsgefühle und tatsächlich auch die Möglichkeit, dich zu verlieben, sehe ich in dieser Energie, ne? Auf jeden Fall in das Leben zu verlieben. Ja, trotz der Verarbeitung der alten Gefühle, ne, solltest du definitiv nicht vergessen, das Leben und die schönen Seiten des Lebens zu genießen und dich daran zu erfreuen. Ne? Bei den drei der Kelchen geht es um übersprudelnde Gefühle. Gefühle von Heiterkeit, von Verliebtheit, von Glück einfach. Ne? Liebesglück, Spontanität, und Freude, die man vor allem im Miteinander erlebt, ne? Im spontanen, heiteren und leichten Miteinander. Eine Karte, die wirklich viel Heiterkeit in dein Leben verspricht. Ja, das ist seltsam mit den acht der Kelche. Und tatsächlich ist das doch ein Hinweis darauf, lieber Steinbock, dass du das Glück vor allem alleine findest, ne? Vielleicht solltest du dir in dieser Woche viel, viel Zeit für dich alleine genehmigen. Viel Zeit, um in der Natur zu sein, im Park zu sein, unter Blumen zu sein. Vielleicht wirklich einen Ausflug in den botanischen Garten oder auf eine Blumenwiese, ne? Je nachdem. Denn mit den acht der Kelche, ne, diese Karte ist auf dein Sozialleben gerichtet und ich habe irgendwie den Eindruck, dass du auf deinen Freundeskreis aktuell gar nicht so viel Lust hast oder dein familiäres Umfeld und dass du ein Treffen in der Familie oder im Freundeskreis schon tatsächlich mehr als eine Verpflichtung und Belastung empfindest in dieser Woche als in anderen. Das könnte natürlich auf ein größeres Problem hindeuten, kann aber auch nur ein momentaner Zustand sein, der dadurch bedingt ist, dass du hier gerade schon etwas viel zu verarbeiten hast aus der Vergangenheit. Das solltest du natürlich für dich persönlich prüfen, aber es ist einfach auch mal nicht schlimm, ne? Sich so zu fühlen, ne? Und so zu den Menschen auch zu fühlen, die man so sehr liebt. Es ist hier wichtig, dass du dir Zeit für dich selbst nimmst, ne? Und den Weg wählst, der für dich gut ist, um deine Akkus wieder aufzutanken, lieber Steinbock, ne? Also, ich sehe hier schon eine gewisse Erschöpfung bei dir, die du in Ernst nehmen solltest. Und die auch nicht von langer Dauer sein muss. Ja, du sehnst dich nämlich nach Abwechslung, ne? Du brauchst was Neues in deinem Leben. Neue Routinen, etwas Neues im Alltag, ne? Irgendwie auch mehr Flexibilität, mehr Offenheit. Das muss jetzt keine Riesenveränderung sein, ne? Also du musst jetzt hier nicht komplett deine ganze Wohnung umstrukturieren, ne? Oder irgendwie eine große Veränderung in dein Leben umsetzen, deine Ernährung komplett irgendwie umstellen oder deinen ganzen Freizeitbereich nach Sport ausrichten oder so, sondern es geht hier wirklich darum, mehr Leichtigkeit im Alltag zu finden, ne? Wie du hier manche Strukturen, manche Gewohnheiten ein wenig entzerrst und
einfach ein bisschen mehr Raum für Spontanität schaffst. Du sehnst dich danach und das würde dir auch gut tun. Ja, und du brauchst auch irgendwie ein bisschen Abwechslung im Freundeskreis, ne? In deiner sozialen Umgebung. Und sobald du dir mehr Handlungsspielräume oder überhaupt der Spontanität mehr Raum einräumst, so können sich halt auch spontane Ereignisse erst so dann halt auch entstehen, ne? Und wer weiß, vielleicht wird sich der ein oder andere unverbindliche Flirt in dieser Energie ergeben. Zumindest das ein oder andere interessante Gespräch. Das Potenzial, dass du dich in dieser Woche verlieben könntest, ist schon da, ne? Mit den drei der Kelchen, aber ganz wenig da, muss ich schon sagen, ne? Besonders weil du in dieser Woche auch viel mit dir beschäftigt sein wirst. Bisher zeigt sich hier noch gar keine Hofkarte. Trotzdem mit den drei der Kelchen wäre das schon ein Hinweis. Ah, hier zeigt sich die Königin der Scheiben. Lieber Steinbock, und das ist eine Hofkarte, das finde ich positiv. Heißt auf jeden Fall, dass du dich zum Ende der Woche mehr auf deine Mitmenschen dann einlässt und tatsächlich ein Verarbeitungsprozess eingesetzt hat, ne? Definitiv. Jetzt ist die Frage, wer ist die Königin der Scheiben? Ne? Die Königin der Scheiben könnte sich sehr gut, und das halte ich auch für am wahrscheinlichsten, auf dich beziehen. Ich glaube nicht, dass es eine andere Person ist. Die Königin der Scheiben ist auch eine Erdperson wie du. Und ich glaube, du wirst bei dir selbst voll und ganz ankommen als Königin der Scheiben. Auch wenn du männlicher Zuhörer bist, kannst du die Königin der Scheiben sein, denn bei der Königin geht es um den Reifegrad, ne? Und das ist die höchste Form von Reifung, ne? Man ist als Königin der Scheiben schon nahezu weise. Auf jeden Fall hat man auf jeden Fall vieles erreicht schon. Man hat vieles geschaffen. Man hat sich einen sicheren und stabilen Zustand aufgebaut. Und da kann man zu Recht stolz auf sich sein. Und du lernst in dieser Woche zu diesem Erfolg mehr zu stehen, ne? Und somit auch zu dir als Person zu stehen. Die Königin der Scheiben kann aber auch auf einen anderen Menschen hinweisen, der wie du sehr ähnlich ist, ne? Könnte dann ein anderer Steinbock sein, Stier oder Jungfrau. Oder ganz unabhängig vom Sonnenzeichen kann diese Person ein sehr bodenständiger Mensch sein, ne? Ein treuer Mensch, ein ruhiger Mensch, der auch sehr gut die sinnlichen Freuden genießen kann. Manchmal steht für die Königin der Scheiben auch für einen stabilen Beziehungspartner, so ganz generell. Oder jemanden, der viel Wohlstand und Fülle besitzt. Wir gucken uns diese Person mal genauer an. Ja, und das passt ja mal wieder super. Hier die drei der Schwerter ist einfach ein Hinweis darauf, dass diese Person, die Königin der Scheiben, die du sehr wahrscheinlich sein wirst, eben das hier verarbeitet und hier neue Routinen findet und eben auf diese Weise einen neuen Anfang, ne? Aber es könnte natürlich sehr gut sein, dass du auf diese Königin der Scheiben triffst, ne? Und ihr zusammen, ja, vielleicht habt ihr beide ein ähnliches Problem und schafft es, hier dieses Problem gemeinsam zu lösen. Prinzessin der Scheiben. Ja, vielleicht, ich meine, manche von euch sind schon lange, lange in einer Partnerschaft. Dann betrifft die drei der Schwerter sicherlich euch beide, ne? Ich sehe hier schon das Potenzial für ein Paar aus zwei Erdzeichen. Also kann auch eine familiäre Situation sein. Aber für diejenigen, die schon lange in einer Beziehung sind, über die drei Schwerter, über die Verarbeitung, auch wenn ihr beide euch zurückziehen solltet, ne? Und das jeweils für euch beide einzeln verarbeitet, da sehe ich sehr viel Potenzial drin, dass ihr gemeinsam über diesen Weg zu einem neuen, vielversprechenden Anfang kommt in eurer Beziehung, ne? Und dass es dann sehr positiv weitergeht.
hier sieht man auf jeden Fall eine sehr positive Folge in deinem Leben. Und da kannst du, ne, von der 21 auf die 0, das fühlt sich hier sehr natürlich an. Und so, lieber Steinbock, kann man sagen, dass es für dich auf jeden Fall positiv weitergeht, ne? Vielleicht bei manchen deuten die drei der Schwerter auch auf eine Trennung und dann für dich hier mit den Nah ein neuer Anfang. Wäre natürlich unschön, je nachdem. Aber auch, ne, aufgrund dieser Folge ist es für dich eigentlich, naja, für dich wird es gut sein letztendlich, ne? Wie ich am Anfang meinte, das Glück stellt sich dann oft auch erst im Nachhinein als großes Glück heraus, ne? Das könnte es natürlich auch sein. Was sagt denn die Mondenergie? Geben statt nehmen, lieber Steinbock. Und da kann ich dir nur empfehlen, da auf das Verbindende zu achten und sich auf das Schöne im Leben zu konzentrieren und damit vielleicht auch den anderen, deinen Partner, deine Partnerin einfach mit anzustecken, ne? Einfach mit zu motivieren, darin die schönen Dinge im Leben zu sehen. Lieber Steinbock, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche mit vielen positiven Ereignissen und Entwicklungen, dass du diese Energien positiv für dich verwenden kannst und hier persönlich für dich weiterkommst und heilst. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.